Sind Sie müssen! Wir haben keine Freunde! Wir sind allein mit diesem Jungen! Bitte, bitte ziehen Sie ein! Bitte! Was er meint ist, wir haben reichlich viel Zeit, die wir gemeinsam verbringen könnten. Wir spielen Karten. Wir machen Fondue. Und wenn ihr wollt, füttere ich euch. Bitte. Und was geschieht in der Zeit mit dem Knirps? Was? Ich muss wohl nicht erwähnen, dass wir Vicky täglich 24 Stunden Babysitting bezahlen. Und wo schlafe ich? Natürlich in Timmys Zimmer. Timmy schläft ab jetzt auf der Couch. Ach, zu schade. Doodle schläft für sein Leben gern auf der Couch. Und wo soll ich schlafen? Hey, Knirps! Zeit fürs Frühstück! Ein Pfannkuchen kommt selten allein. Endlich futtern! Hey! 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 Aufhören! Meine Wurst! Nein, Timmy! Wir sind ab jetzt eine Familie. Wir teilen alles. Meins ist nicht mehr, nur noch unseres. Außerdem da, das ist meins. Weißt du, rein juristisch leben wir in einem eheähnlichen Verhältnis. Das ist immer wieder witzig. Geschafft! In meinem Zimmer fühle ich mich geborgen. Meine Festung und letzte Zuflucht. Ah, Cosmo, Wanderhilfe! Ich weiß nicht, welche Seite mir mehr Angst macht. Hey, ist dieses Zimmer nicht fantasietastisch? Nein, es ist nicht fantastisch. Fantasietastisch. Ich fordere mein Zimmer zurück. Ich fordere mein Leben zurück. Ich will, dass Vicky und ihre Familie sofort ausziehen. Timmy, vielleicht siehst du die Sache auch ganz falsch. Ja, versuch's mal durch die Brille zu sehen. Ah, zu realistisch. Nein, ich will, dass diese Leute verschwinden. Ich wünschte, Vickys Haus wäre vollkommen wiederhergestellt. Was für ein Spaß, eine gemeinsame Collage. Oder sollte ich eher sagen, Coulage? Ich liebe Bastelabende mit Freunden. Und wie clever von Vicky, noch eine sinnvolle Verwendung für die vielen Comic-Klassiker in Timmys Schrank gefunden zu haben. Das schreit nach einer Belohnung. Eine gute Nachricht. Ich habe gesehen, dass Vickys Haus wiederhergestellt ist. Zauberhaft schnell.